Entscheidend setzt rum. Ja. Hi Gäste, bei FAB. Ich begrüße Sie hier zur Streckeneröffnung des Streckenabschnitts Portitzer Allee zwischen Pahnsdorf Nord und Wodanstraße auf das Allerherzlichste. Besonders möchte ich begrüßen die anwesenden Stadträte, die Mitglieder des Aufsichtsrates unseres Unternehmens, die Amtsleiter und viele, die mitgeholfen haben, dass wir diese Streckenergänzung in einer kurzen Bauzeit realisieren konnten. Ein besonderes Anliegen ist es mir, heute den Herrn Bürgermeister Kaminski zu begrüßen. Er ist Vorsitzender unseres Aufsichtsrates, was er noch ist. Das werde ich dann noch im Nachgang erzählen, er ist nämlich Geburtstagskind, aber das kommt noch. Und ich möchte in Vertretung des Landrats Herrn Dietz, Herrn Dezernenten Litwa begrüßen, der auch an maßgeblicher Stelle sitzt, wenn es um die Finanzen geht, die die LVB in reichlicher Menge braucht, um ihre anspruchsvollen Ziele zum Nutzen der Bevölkerung zu verwirklichen. Wir haben also heute ein Geburtstagskind unter uns, das ist unser Bürgermeister. Und er kriegt heute etwas geschenkt, was er nicht zu jedem Geburtstag geschenkt, also jeden Geburtstag geschenkt bekommt. Also ein ganz schwieriger Zungenpresser. Eine neue Strecke seines Betriebes. Und wir möchten das aber nicht bei dieser platonischen Erklärung lassen, sondern wir möchten Ihnen, Herr Bürgermeister, einen wunderschönen Blumenstrauß mit einem Sommerbukett überreichen und möchten Ihnen auch zum Andenken an die heutige Streckeneröffnung einen kleinen Buchpreis übergeben. Er stellt künstlerische Motive dar, Bauen in Kunst und so weiter, ist nett anzusehen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Schaffenskraft im Sinne der Bürger der Stadt Leipzig und natürlich auch viel Glück, das braucht man dazu, und auch viel Freude und viel Gesundheit im Kreis Ihrer Familie. Weil es so förmlich wollen wir es ruhig tun, möchte ich noch zwei Sätze zur Neubaustrecke machen. Wir haben im Verborgenen zu halb, im Winterhalbjahr, diese Strecke gebaut. Sie ist 2 Kilometer lang, also 1 Kilometer Doppelgleis. Wir sagen nur 2 Kilometer, weil die laufende Gleislänge einmal eine statistische Größe ist für unseren Betrieb. Kostenpunkt 6,5 Millionen Mark. Sie können das daraus ersehen, dass alles Geld, was wir anwenden und verwenden, gut aufgehoben ist und dass die Fahrgeldeinnahmen, die wir von unseren Fahrgästen erzielen, bei weitem nicht auslangen von all das, was wir uns selbst gewünscht haben, was unsere Fahrgäste von uns erwarten, einen lukrativen, einen attraktiven Nahverkehr zu finanzieren. Also alle, die uns die finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt haben, nochmal recht herzlichen Dank. Ich bitte jetzt Herrn Kaminski, das Wort zu ergreifen. Geburtstagsglückwünsche. Was kann man sich Schöneres wünschen, als etwas zu eröffnen an seinem Geburtstag? Heißt zwar nicht Kaminski-Strecke zum Schluss, aber es ist doch was ganz Tolles. Nämlich die Erschließung eines Gebietes, wo manche sagen werden, was bringt es heute, wenn man hier eine Straßenbahn langlegt? Ich komme gerade aus der Dienstfahrt des Oberbürgermeisters, wo ja die Vorlagen vorbereitet werden, die in die Stadt hat gehen.
Heute war zum Beispiel drin ein Stückchen Bebauung dieses Gebietes. Hier hinter dem Wäldchen, dem Paunsdorf-Wäldchen mit Einfamilienhäusern, dort entsteht auch ein neuer Stadtteil hier in dem Gebiet. Und das Tolle ist, die Straßenbahn liegt schon. Liebe Leipzigerinnen und Leipziger, liebe Nachbarn, liebe Gäste der Stadt, wir freuen uns, dass wir Ihnen hier ein Stück Verbesserung im Straßenbahnbetrieb vor Ort vorstellen können und hoffen, dass es dann nicht zu solchen Fehlinterpretationen kommt, wie es peinlicherweise einer großen Leipziger Tageszeitung in den letzten Tagen recht oft passiert ist. Wir fahren, liebe Leipzigerinnen und Leipziger, nicht, wie man aus dieser Zeitung entnehmen kann, wenn man das ordentlich umrechnet, mit einer Geschwindigkeit von 130 Stundenkilometer durch die Gegend, sondern wir machen es ganz einfach. Wir verbinden das Zentrum von Leipzig, nämlich den Hauptbahnhof, alle 5 Minuten mit dem Paunsdorf-Center. Da können wir zwar nicht mit der Deutschen Bahn konkurrieren, die schaffen 130, aber ich hoffe, dass dann auf der anderen Seite von dieser Zeitung nicht der Deutschen Bahn attestiert wird, dass sie nur 18,8 Stundenkilometer Durchschnittsgeschwindigkeit hat. Vom Hauptbahnhof aus erreichen Sie hier dieses Center mit den Linien 3, 6 und 8 künftig. Wie gesagt, alle 5 Minuten steht Ihnen eine solche Verbindung zur Verfügung. Und ich glaube, auch etwas an unseren Gesellschafter Landkreis Leipziger Land sagen zu dürfen. Es bringt doch auch einige Verbesserungen, diese Strecke, für die Nachbarn von der Stadt Leipzig, von der Messestadt Leipzig. Und wenn ich beispielsweise an die Taucher denke, so werden die jetzt nach wie vor natürlich mit der Linie Q direkt zum Paunsdorf-Center gefahren, wenn Sie das wünschen. Nur leider ist diese Strecke durch die erheblich belastete Bundesstraße 6 mehr als störanfällig. Und meine Vorredner haben es kurz angesprochen, moderner und konsequenter Stadt- und Verkehrsbau praktiziert worden, nämlich zuerst der öffentliche Nahverkehr und dann erst die Gewerbe- und Wohnbauten, sowohl die Kiebitzmarkt als auch das neue Einkaufszentrum. Und wenn Sie dann ein Stück mit der Straßenbahn fahren, werden Sie sehen, dass Individualverkehr und öffentlicher Nahverkehr nicht immer parallel laufen müssen. Ein Stück dieser Strecke wird ausschließlich vom öffentlichen Personennahverkehr bedient und das halten wir an sich auch für richtig. Ich darf jetzt unseren Bürgermeister bitten, die Strecke freizugeben und dazu braucht er natürlich allzeitfreie und unfallfreie Fahrt, Herr Bürgermeister, und von der Ich wünsche in dieser Linie 3 hier durch Paunsdorf allzeit gute und unfallfreie Fahrt. Thank you.
vorn mit.